Deutsche U-Boote sind weltweit die kleinsten, gelten als besonders wendig, sind für die Besatzung aber in erster Linie eines: eng. Abendbrot, eine von vier Mahlzeiten am Tag. Schmale Tische und harte Pritschen machen das Essen alles andere als komfortabel. Doch der Smoot versucht, auf alle Wünsche einzugehen. Da sind irgendwo nachher Grenzen gesetzt, mengenmäßig und ja auch aufwandsmäßig, weil man nicht genug Geschirr dabei hat. Also wir haben unsere vier Töpfe, unsere drei Pfannen und im Endeffekt war es das nachher. Viel mehr ist nicht mehr über. Vor allem viel mehr Platz ist auch nicht mit drei Herdplatten und einem kleinen Backofen. Wenig Handgriffe und der Speisesaal wird zur Spülküche. Während der eine Teil der Mannschaft frei hat, schieben die anderen Wache und fahren das U-Boot. Moderne Satellitennavigation hilft bei der Kursbestimmung. Der Blick durch das Seerohr bleibt aber unerlässlich. Angetrieben wird das Boot möglichst lautlos von starken Elektromotoren. Lärmende Diesel laden aber die Batterien auf. Hier im Heck arbeiten die sogenannten Heizer, verantwortlich für die Maschinen. Und auch wenn sie längst nicht mehr Kohle schaufeln, ihr Arbeitsplatz ist ebenso weit entfernt vom Computerzeitalter. Hier wird noch alles manuell gesteuert. Dahinter verbirgt sich die Philosophie, im Ernstfall nicht der Technik ausgeliefert zu sein. Stattdessen vertraut man auf die Mannschaft. Sie muss also viel über U-Boot-Technik wissen und jeder trägt ein hohes Maß an Verantwortung. Dabei sind die Arbeitsbedingungen extrem. Der Rudergänger bekommt zum Beispiel über Funk den Kurs angesagt. Starr haftet sein Blick auf der kleinen Kompassanzeige. Das macht schnell müde und so muss auf dieser Position stündlich gewechselt werden. 4 Stunden Wache, 4 Stunden Freizeit. Das ist der Arbeits- und Lebensrhythmus an Bord. Aus dem Esszimmer wird nun der Schlafsaal mit denkbar schmalen Betten. Derzeit gewöhnt man sich dran, aber am Anfang ist es doch ein bisschen ungewohnt. Weil die Breite noch nicht mal das Problem ist, meistens die Länge das Problem. Weil man mit den Füßen zueinander schläft und dann kommt man sich dann nachts auch schon mal ins Gehege und dann stößt einer an und ist man wieder wach und so. Das ist ein bisschen doof teilweise. Zum anderen spricht man im U-Boot von der warmen Koje. Das heißt, zwei Männer teilen sich ein Bett, wechseln sich mit dem Schlafen ab, sodass die Matratze niemals kalt wird. Ob beim Schlafen, Essen oder Arbeiten, die Kameraden rücken sich notgedrungen ständig auf die Pelle. Privatsphäre gibt es nicht, kein Platz für persönliche Dinge. Da hängt das Foto der Verlobten dann öffentlich aus. Das Gute ist, weil das hier so eine relativ kleine Besatzung ist und ja, wie so eine große Familie ist praktisch. Damals, also wenn die Leute sehen, dass irgendwie einer familiäre Probleme hat oder so eine Depri-Phase hat oder so, also mit dem wird dann noch vernünftig gesprochen oder so, ne? Und so die Hintergründe, das klappt schon aus der Wende. Ja, kommt. Bei aller Kameradschaft wollen nun nach 4 Wochen Manöver doch alle schnell nach Hause. Richtig Tempo macht das U-Boot aber nur, wenn es taucht. Dann kann es seine schlanke Form optimal nutzen. Abtauchen, das heißt aber auch alle Mann auf Position. In diesem Fall nur 1 Stunde Schlaf. Der Smoot versucht, das Aufstehen zu erleichtern mit einem Marine-Traditionsgericht. Das ist der letzte Mittelwächter, bevor man in den Hafen wieder einläuft, zu Hause, in den Heimathafen. So, der Mittelwächter ist halt die letzte Mahlzeit nachts um 23:30 für die aufziehende Wache und um 12 für die abziehende Wache. So, und da hat sich das irgendwann eingebürgert, dass es da halt, bevor man wieder zu Hause einläuft, diese Pfannkuchen gibt. Die heißen sie Flinsen, sind halt ja, wie recht dünne Pfannkuchen-Krebs eigentlich. Beruhigend müssen die Flinsen nicht wirken. Keiner ist aufgeregt, weil es unter Wasser geht. Die durchschnittliche Tauchtiefe von 30 Metern ist für das U-Boot unproblematisch. Der Notausstieg wird ständig geübt. So bedeutet das Abtauchen zunächst nur mehr Arbeit. Allerdings kann das Tauchen auch eine Erlösung sein. Bei Wellengang zum Beispiel wird das Schiff sonst heftig hin und her gerollt. Im Manöver oder Einsatz ist dies der Normalzustand, dass nur Töne die Position verraten. Bei Fahrten in der Nordsee kann allerdings nur selten getaucht werden. Wir nehmen hier natürlich ganz normal am Seeverkehr teil und deshalb in diesen Seegebieten, wo es doch recht eng ist, da fahren wir schon aufgetaucht.
Und so kann auch diese Tauchfahrt nicht lange dauern. 12 Stunden sind vergangen, Morgendämmerung. U15 läuft im Hafen ein und nach 4 Wochen auf See erwartet die Mannschaft endlich etwas Ruhe.